Entschuldigung, wie viel? Wie viel? 50 Euro. 50 Euro. Teuer, Bruder. Kurfürster Straße, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, J6. Ich glaube, ihr ahnt das schon, ne? War mal wieder Zeit für solch ein Video. Wir stehen kurz vorm Frühling, oder wir sind im Frühling. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so für Mädels stehen. Ich würde sagen, ich nehme euch mit auf diese Reise. Seid ihr ready? Six, all in the mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind auf der Kurfürster Straße. Wir haben es den 27. März. Mal sehen, was da so abgeht. Ihr könnt jetzt schon mal einen Daumen nach oben knallen und abonnieren für die Leute, die alle neu hier sind, ne? Und meinen Kanal noch nicht kennen. Und ich weiß, dass ihr alle Schlingel seid und nach den Sachen im Internet sucht. Also schreibt mir bitte keine komischen Kommentare. Schließlich seid ihr die Lustmolche, die das in die Suchleiste auf YouTube schreiben. Oh, Frauen, oh, Frauen, Frauen auf der Kurfürster Straße, ah, Rotlicht, Rotlicht. Ihr seid die Schlimmsten, ihr seid schlimmer als wie ich, der das Video macht. Danke euch. Auf jeden Fall sucht euch eine Freundin oder eine Frau und dann müsst ihr auch nicht mehr zum Puff gehen. Ja? Was geht, Jungs? Wie läuft's? Alles okay? Kurfürster Straße Videozeit, Bruder. Kennt ihr die Videos? Oder hier, hier sind Fabrice aus dem Nichts. Mach's gut, Jungs, ja? Geht ihr auch Frauen schauen, oder was? Ja, 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 ja. Ich bin natürlich wieder mit meinem E-Scooter unterwegs. Das ist der Vibe. Heute mal schick mit einer Sonnenbrille unterwegs. Und ja, na, mein Lieber? Auch Frauen schauen, oder was? Auch Frauen beobachten, oder was? Welche Frauen? Hier, Kurfürster Straße, mein Lieber. Was? Kurfürster Straße, hier vorne. Hör auf, was zu tun, Mensch, wir kennen doch alles. Okay. Mach's gut, ja. Dann bin ich also los auf dem E-Scooter und ja, zunächst habe ich erstmal nichts gesehen. Diesmal war es wirklich leer, aber ja, da standen natürlich einige, ja. Die zwei vor allem, an denen wir vorbeifahren. Hier sieht man sie nicht so gut, aber ich werde euch natürlich mehr Aufnahmen zeigen gleich. Ich muss natürlich erstmal low-key so tun, als wäre ich ein ganz normaler Passanter, der da vorbeifährt. Auf der anderen Seite gab es aber welche da, die saßen da, wie ihr gerade seht. Und ja, diesmal war es wirklich etwas leerer. Ja, und an der Ecke da hinten saß auch eine unten, wo die Graffitis sind. Seht ihr das? So, da gab es auch eine. Und an sich war der Platz wirklich leer diesmal, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Ehrlich gesagt waren da jetzt nicht so viele am Start. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht scheiß Wetter oder so. Wetter ist eigentlich okay. Ist nur bloß windig und bedeckt. Ja, also Wolken so ein bisschen dies, ein bisschen das. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ich mache noch ein paar Runden. So, wieder auf den E-Scooter drauf Richtung Kirche, Robert die Kirche. Und da war schon eine, die mir beim Weg gelaufen ist. Seht ihr das? Sie sieht man jetzt auch nur von hinten. Deswegen zeige ich sie jetzt ungerne. Und wenn man dann mal die Gesichter sieht, dann retuschiere ich natürlich alles. Ja, ich blur das aus. Ja, weil ihr euch immer in den letzten Videos immer sehr beschwert habt. Ab jetzt filme ich die Mädels von weiter weg und ja, retuschiere sie weg sozusagen, ne? Entweder oder, ja. Gut, es ist ein öffentlicher Raum, ich darf da filmen eigentlich. Aber gut, ich mache es dann trotzdem, damit die ganzen Allmanns auch hier aufhören zu heulen, ja. Ja, die eine, die direkt über den Weg gelaufen ist. Und ja, dann bin ich auch wieder weitergefahren, ja. Ihr seht, ja, nicht viel heute, ne? Nicht viel. Also manchmal ist da wirklich nicht so, wie man sich das alles vorstellt. Also die Krise hat jeden erreicht. Die Krise ist auch in Berlin. Und die Mädels, wie auch immer. Ob sie da jetzt rumlungern oder nicht. Aber eigentlich sind da immer mindestens 10, 15 Stück. Jetzt wird es immer etwas weniger. Vielleicht verlagert sich das Rotlichtmilieu ja irgendwo anders hin. Schauen wir mal. Aber erstmal fahren wir hier ganz normal gewohnt weiter. An der Straßenseite übrigens sind da immer sehr viele eigentlich. Aber jetzt sehen wir halt niemanden. Und da sind nochmal zwei. Zack. Da sind nochmal zwei. Seht ihr die? Mit Kapuzen. Tja, da waren sie nochmal zu zweit. So, das war jetzt die zweite Runde. Die haben ja auch schon mitbekommen, dass ich hier bin. Das ist jetzt die letzte Runde für euch, okay? So ein 8-Minuten-Video. Schön knackig. Reicht. Meine lieben Freunde, let's go. Hier an der Ecke stehen meistens auch immer sehr viele. Hier vor LSD, dem Shop, dem Sexshop. Aber hier ebenfalls keine Sau. Die eine, die da rausgekommen ist, ist jetzt gerade okay. Aber ansonsten immer sehr, sehr wenig. Und ja, ich habe natürlich nochmal geschaut, wo könnte noch was sein? Und wir sind nochmal zurückgefahren, damit ich die eine da vor den Graffitis nochmal checke. Ja, vor der Wand. Ja, deswegen bin ich da nochmal extra zugefahren.
Und ja, plötzlich kamen zwei aus dem Nichts, die ich sogar auch angesprochen habe, nach dem Preis übrigens. Tja, wir sind nicht mehr weit weg. Achtung und los geht's. Wie viel? Wie viel? 50 Euro. Teuer, Bruder. Und wir sind nochmal zurückgefahren. Das ist sozusagen die letzte Runde. Zurück zum U-Bahnhof, Kurfürstenstraße. Und da war nochmal einer an der Ecke. Seht ihr die? Ja. Die gucken wir uns nochmal an, richtig. Das heißt, wir müssen da nochmal richtig rüber. Vorsichtig. Und dann ja, auf derselben Seite nochmal, wo die Graffitis waren. So, ich musste hier vorsichtig sein. Nochmal durch. Genau, seitlich filmen, dass man nicht sieht. Also nicht direkt draufhalten, dass sie auch nicht sehen. Naja, okay, der hält komplett drauf, sondern nur so das Handy zur Seite so. Genau, und da war wieder eine. Zack, da haben wir sie. Ja, vorne, ihr habt's gesehen. Ich würde sagen, das war's dann auch schon. Ja, ich habe sogar eine gefragt. Ihr habt ja im letzten Video gesagt, was 1,1 Millionen Aufrufe hatte. Ja, du traust dich immer zu fragen. Du fährst hier rum wie so ein Lustmolch. Das mache ich hier für euch. Ich zeige euch das Rotlicht. So dass ihr Assi-Touristen, wenn ihr herkommt, also die Assis unter euch, einfach mal zur Kurfürstenstraße kommt, für den Zwein hier weghauen. Ja, die Alte. Ich meine, wofür mache ich das denn? Für mich oder was? Ich gab mich hier nicht auf. Das ist für mich, ich habe noch nie für eine Frau bezahlt. Das ist für mich hier, ist das der letzte Scheiß. Ja, hier würde ich niemals, ich mal mit drei Gummi drüber. Abgesehen davon habe ich noch nie für eine Frau bezahlt. Warum auch? Ja, ich sehe nicht schlecht aus. Ich habe das nicht nötig. Die ganzen Alman-Opas machen das, ja. Und noch ein paar Leute, die vielleicht keine Frau abkriegen. Aber wie gesagt, jetzt mal kurz zum Thema nochmal. Ihr habt Lust, bla bla. Ja, dann, wenn ihr in Berlin seid, die beste Rotlichtmeile ist auf jeden Fall die Kurfürstenstraße. Hier findet ihr eine Menge. Hier geht's los ab 15 bis 35 Euro. Mit dem Preis, was sie gerade gesagt haben, 50 Euro, fangen die natürlich viel zu hoch an. Aber du musst halt auch handeln. Ja, sogar hier kannst du handeln. Ja? Ist schon krank, auf jeden Fall. Ja. Das ist die Kurfürstenstraße, das ist Berlin. Ich würde sagen, ich habe meinen Job jetzt hier auch erledigt. Was soll ich denn hier noch rumirren? So, jetzt stehen wir hier an der Potsdamer Straße, Ecke Lützow. Was ist das? Lützowstraße? Ja, und das ist sozusagen hier diese allgemeine Hauptstraße, wo die Mädels eigentlich hier stehen. Hier stehen eigentlich auch immer sehr viele, aber jetzt, heute im Moment, ist einfach nichts mehr da. Ne? Ich habe jetzt 4-5 Touren für euch gemacht, mit Schnitt natürlich, damit ich das Beste drauf kriege. Aber ja, wie ihr gesehen habt, Alter, ja, es hat. Ja, man muss halt gucken. Wenn die einen entdecken, dann ist es vorbei. Dann rufen die ihre schmierigen Schmierlappen an. Und dann ja, musst du da weghalten. Ne? Die Bettvorleger sind ja auch nicht ohne in Berlin. Haben wir ja alle Knarren und so. Ne? Muss halt immer vorsichtig sein. Aber ja, ich war vor Ort vorne. Das war's dann auch schon mit dem Video. Mein Name ist J6. All in the Mix. Bitte teilt das Video und lasst mal einen Kommentar da.